Hola Signor, welcome back to Conquer. Master Roy, die Laos-Soldaten ziehen sich zurück? Okay, gut. Sag allen, dass sie ein wenig ausruhen sollen. Oui? Roy, geht es dir gut? Ich hätte niemals gedacht, dass Lord Erik sich auf Bernds Seite schlagen würde. Ich dachte, die Mitglieder der Lysianischen Allianz hätten eine starke Verbindung zueinander. Verdammtes Bern! Sie spielen so dreckige Spiele. Es tut mir leid. Mir tut es leid. Ich dachte nicht mal... Ich habe nicht an deine Gefühle gedacht. Nein, du hast recht. Wir werden nun weiterhin in den Westen gehen, Richtung Ostia. Aber wir können den anderen Marquis jetzt nicht mehr... Aber wir können den anderen Marquis jetzt nicht länger trauen. Und jetzt, wo Lord Hector verstorben ist, gibt es vielleicht nicht länger eine friedliche Lösung, um diesen Krieg zu beenden. Meine Lady, plant ihr, zurück nach Bern zu gehen? Wenn ihr irgendetwas braucht. Nein, bitte erlaubt mir, bei euch zu bleiben, wenn es keine zu große Last wäre. Es würde niemals eine Last sein, aber warum wünscht ihr zu bleiben? Mein Bruder liegt falsch. Er zieht die Drachen in einen Menschenkrieg. Wenn er denkt, dass das der Weg ist, die Welt zu beherrschen, muss ich ihn aufhalten. Die Welt zu beherrschen? Oder warte. Liberating the world. Übernehmen oder beherrschen, doch? Ich glaube, liberating ist beherrschen. Oder rule ist beherrschen. Ich schau mal kurz nach, Leute. Ich Idiot. Klar. Statue of Liberty. Er will die Welt befreien, nicht beherrschen. Ja, er redete die ganze Zeit davon, dass er die Welt befreien möchte. Er sagt, dass der Krieg dies machen wird. Was meint er? Ich weiß es nicht. Aber mein Bruder ist nicht der Typ von Person, die darüber denkt, die Welt zu übernehmen. Hier ist nämlich, weil sie nicht übernehmen, er möchte sie befreien. Also muss er einen sehr wichtigen Grund haben, ihr Liebe einzunehmen oder zu überqueren. Oder zu besetzen. Trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, einen Krieg zu starten und unschuldige Leute zu töten. Prinzessin Guinevere. Ja, geschafft. Fire Emblem. Lord Erik, Marquis von Laos, hat mit Bern zusammengearbeitet und gegen die verbündeten Einheiten von Lysia gekämpft. Das gab Roy einen kurzen Schock. Lysia, wo Roy groß geworden ist, war nicht mehr länger ein sicherer Ort. Auf dem Weg nach Ostia entschied sich Roy, durch die Berge zu gehen, where people seldom want to avoid unnecessary trouble. Ja, wo sie unnötigen Ärger aus dem Weg gehen wollten. Und dieser Part heißt Chapter 5, das Fire Emblem. Ja, so heißt das Spiel, so heißt der Part. But our guys went down to the village. Just got back. Die Leute, die zum Dorf gekommen, die runter zum Dorf gegangen sind, kommen gerade wieder. Okay, dann lass uns unsere normale Visite runter zum Dorf machen. And gather up all the loot. Yeah, aber was, da ist etwas anderes, anders heute. Es gibt eine Armee, die uns sehr nach, uns sehr näher ist. Sie sehen aus wie lysianische Truppen. Lysia.
Das wird kein Problem sein. Es müssen die Zurückgebliebenen der Armee sein, die von Bern den Hintern versohlt bekamen. Wir können sie auch besiegen. Oh yeah, Boss. Ich glaube, sie wollen einfach das Dorf ausrauben und uns jetzt auch ein bisschen beklauen. Alright, Boss. Let's take them on. Lass uns schnappen. Ein Dorf, was Sie hier sehen können, Mr. Roy. Hey, warte nur eine Sekunde. Hey, ich habe fast denselben Bart wie du, Merlinus. Lass mich in Ruhe. Oh, bist du Roy von der Ferre-Familie? Ja, wie könnte ich Ihnen helfen? Gar nicht. Ich wollte nur Hallo sagen. Sir, wir möchten, dass Sie die Banditen für uns besiegen. Banditen? Das ist ein Pakt dieser Banditen, die ihre Basis in einem alten Schloss nahe den Klippen haben. Wo sind die Schlosswachen? Sie sind geflohen, als sie gehört haben, dass Lucia gegen Bern verloren hat. Sie haben die Dorfbewohner zurückgelassen. Wir vertreiben seitdem unsere Tage in Angst vor den Angriffen der Banditen. Wir haben niemanden, den wir sonst fragen könnten. Bitte helft uns. Meister Roy, wir müssen Richtung Ositia gehen. Ja, ich weiß. Aber wir können solche Leute nicht einfach ignorieren, die Hilfe brauchen. Meister Roy! Du willst uns helfen? Danke sehr. Bitte, mach Nutzen von dem Tor. Das würde ich direkt zum Schloss bringen. Okay. Ich werde mich auf den Weg machen und das Tor öffnen lassen. Merlinus, wir gehen zum Schloss und vertreiben die Banditen. Sie sind so voller Energie, wenn sie noch jung sind. Gut, das hier ist übrigens da eine Wall, ne, und sieht echt scheiße aus. Wir denken, nur Banditen zerstören sowas. Das heißt, das sind zwar auch alles Banditen. Ja, aber das hier sind Banditen. Banditen. Brigand. Ja, hier die Brigands, die zerstören das. Und Mercenaries, also Söldner und Nomaden und Fighter, die lassen eigentlich normalerweise Leute in Ruhe. Hier unten sind auch Häuschen, die interessieren uns jetzt mal nicht. Theoretisch können wir das so machen. Wir nehmen eine super mega awesome Einheit mit, schmeißen sie hier rüber, fliegen zurück, nehmen die nächste super awesome mega Einheit, schmeißen sie hier hin, fliegen zurück, awesome, zurück, awesome, zurück, super mega awesome hin und zurück. Wir machen das aber lieber so. Wir lassen hier wie lassen wir hier? Tani lassen wir noch hier. Und auch Luth. Die drei lassen wir hier. Und Ellen. Der Rest kommt halt mit, ja, und hier halt noch so Markus, ne, der bleibt auch noch hier. Gott, den stellen wir mal direkt hier hin, ne, soll er doch mit seiner mit seinem Javelin sollen sie ihn noch angreifen. Scheiße. 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 Oh, ihr seid's. Ich habe gehört, dass ihr herkommen würdet. Warte eine Sekunde. Ich werde das Tor für euch öffnen. Was zur Hölle? Da war ein Tor. Verdammt, die Idioten. Shit. Ich wusste also nicht, dass ihr das Tor für mich öffnet, wenn ich mich da hinstelle. Tja, ich möchte jetzt eigentlich gerne wissen, was jetzt passiert.
Ja, okay, die kommt von da oben. Ja, ich werde das wahrscheinlich alles neu starten müssen. So, dann kriege ich hier erstmal Fettens aufs Maul. Ich werde hier mit Banditen voll gespammt. Ja, ja, das lese ich alles später vor. So sähe das dann also aus. Okay. Quit, quit, quit. Restart Chapter. Yes, 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 yes. Machen wir das anders. Markus kommt natürlich auch wieder mit. Aber wir werden jetzt hier... Rutger kommt hier oben hin. Ellen kommt hier oben hin. Du kommst hier oben hin. Du kommst hier oben mit. Du bleibst hier oben. Du verpisst dich in den Wald. Du kommst hier mit hin. Wir werden sie jetzt gleich einkesseln. Du kommst ebenfalls hier mit. Hier mit hin. Hier mit hin. Hier mit. Hermit. Hier oben mit. Und auch hier oben mit. Und du hältst hier unten. So, jetzt machen sie sich hier auf den Weg und dann lese ich jetzt auch vor, was da gleich los ist. Danke, Dorothy. Bitte, danke, sagt es auch Saul. Ja, Bischof Jodl. Aber wohin ist Vater Saul gegangen? Wie soll ich ihn beschützen, wenn er andauernd verschwindet? Vater Saul, danke für dein Angebot, aber vielleicht nicht heute. Komm schon, sei doch schon nicht so kalt. Wir können heute Abend ein bisschen komfortabel uns ein bisschen gemütlich machen und du kannst meinen Predigten zuhören. Da bist du, Vater Saul. Ups, Dorothy. Nun dann, guten Tag. Bitte warte. Schau, was du getan hast, Dorothy. Sie ist geflohen. Weil du einfach vor uns erschienen bist mit so einem gruseligen Gesichtsausdruck. Das ist das Gesicht, mit dem ich geboren wurde. Vater Saul, sie haben sich schon wieder an andere Mädchen dran gemacht. Du lässt sie so böse wirken. Ich wollte dir einfach nur eine helfende Hand anbieten, wie ihre arme Seele braucht. Warum muss das heute Abend sein? Nun, wenn man es so ausdrückt... gab's nicht was, was du mir sagen wolltest? Oh, richtig. Die Lysianische Allianzarmee muss hier irgendwo rumhängen. Muss irgendwo in der Nähe sein. Was? Prinzessin Guinevere ist immer noch bei ihnen, nicht wahr? Ja. Wenn die Reporte aus der Illimini Supreme auf der Hauptkirche von Illimini noch aktuell sind. Das ist beeilen. Wir müssen dahin gehen und uns ihnen anschließen. Was ist los, Dorothy? Du möchtest ihnen beitreten, weil Prinzessin Guinevere so wunderschön ist, nicht wahr? Sei nicht idiotisch. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Ja, Sir. Was ein super koscher Priester. Wir machen uns hier bereit, ja? Und zwar richtig. Wir werden den Säcken richtig eins auf die 12 geben. Die werden gar nicht mehr wissen, was oben und unten ist, wenn ich da ankomme. Wenn alles richtig läuft. Immer weiß man ein bisschen Feuer. Und ein Level Up. Magie. It's important. Und zack. Ausgewichen.
noch mehr Banditen. Gut. Will ich mich hier hinstellen und du stellst dich hier hin, Lot. Und du stellst dich hier hin. Nein, nein, du stellst dich hier hin. Und Zug beenden. Ja, dass das nichts wird, war klar. Rutger. Ja, Rutger ist so ein bisschen so der Guy aus diesem Spiel. Oh, ist ein nettes Level Up. Ha! 65% trotzdem ausgewichen. Oh, ein Wurfbeil. Na, komm. Was kommt noch? Was kommt noch? Oh, ich finde es übrigens gut, dass die Bogenschützen da oben hängen. Javelin. Ja, ich werde es mit dem Javelin probieren. Hihi, Sheet. I'm fucked. Nein. Kommen wir erstmal dich hier um. Denn du wagst es, mich anzugreifen. Da kümmern sich meine Axtkämpfer um die anderen Axtkämpfer. Oh, das sieht doch schon mal relativ gut aus. Er würde mich zwar mies schädigen, wenn er mich treffe, aber das macht er ja nicht. Nicht mit einer Stahlaxt. Nicht in diesem Jahrhundert. So, du gehst auch schon mal baden. Auf Distanzangriffe von Luther kannst du aber nicht... Ja, hast einfach keine Schnitte gegen. Wieso hab ich ihn jetzt gerettet? Nee. Egal, wer zieht voran? Wer macht das Tor auf? Who let the dogs out? You! Jaja. Jaja, wir sind's, Leute. Macht mal bitte Tor auf. Ah, was? Da war ein Tor. Hilfe. So, Leute. Time to kill. Stabil ausgewichen. So, du hast ein Stahlschwert, das ist relativ gefährlich, wenn es den richtigen Gegner trifft. Und so wird auch nochmal hier bei mir Markus zu einer guten Einheit. Mit dem Eisenschwert, ja, wäre auch nett. Erstmal hauen wir dich hier oben weg. Und das wird es überleben, ja gut, dann... Aber 51%. Ja, das war klar. Immer in einmal getroffen. Und dann greifen wir dich noch an. Gut, dass er daneben geworfen hat. Wer geht hier sonst noch rein? Du... Nee, 41%. 43%. Nö. Oh, ich glaube, wir machen das einfach mal so. Ja, wir beenden den Zug. So, ja. Du gehst auf ihn los. Aber Lot kann immer noch relativ gut ausweichen. Und doppelt seine gegnerischen Kämpfer auch. Den einen Typen jetzt genommen. Das regt mich auf, vor allem, weil jetzt da Luth doof in der Gegend rumsteht, ja. Puh, Glück gehabt, Luth. Da hast du echt Glück gehabt. Ausgewichen. Versuch's gar nicht. Er hat ihn mit Äxten anzugreifen. Aber versucht es doch.
Doch, versucht es. Versucht es weiter. Versucht es. Kommt schon. Ihr amüsiert mich. Okay, das ist jetzt Shit. 14% Trefferchance. Wow, 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 ich speede gerade wieder, weil ich... Alter! Alter! Raus mit dir, raus mit dir! Und jetzt heilen. Komm schon, Boss. Jetzt müssen wir die Gegner fertig machen, zwar so schnell wie möglich. Der hat eine Handaxt. Ja, dann muss ich halt auf Nahkampf gehen, ist aber eigentlich auch egal. Auf Fernkampf gehen ist aber eigentlich auch egal. Und zack, er ist down. Müssen wir es mal auf die Weise hier probieren. Und komm schon. Kritischer Treffer, yes! Das war nötig. Ich hab's so nötig, ich weiß. Support. Hey, ich könnte einen Support machen. Nein, immer noch zu viel Schaden. Wir nehmen ihn und lassen ihn raus. Oh, wir müssen abhauen. Und Attacke! So, und jetzt wurde ich auch bei Skype angeschrieben oder bei Facebook oder sonst wo. Deswegen werde ich den Part dann auch gleich beenden und schauen, wer mir geschrieben hat. Welche Liebesnachricht es diesmal war. Stärke 7, Stärke 9. Yay. Yay, aber nicht die Geschwindigkeit, die ich bräuchte. Was? Nur 44? Was? Was? Say what? Was? Warte, 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 warte. Was? Was? Gut, er kann Luke nicht angreifen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Bis dahin und ciao.